kein Fluss sonst hier gefunden. Ach, lass mich doch in Ruhe. Nein, halt nicht. So, okay, dann, dann machen wir jetzt das nächste. Himmelshammer und Umversammlung, göttliche Maschinerie. Ja, komm, ich geh jetzt mal. Wir brauchen sowieso die XP für die Kugel, die wir gesammelt haben. Deswegen gehe ich jetzt nochmal ganz schnell dahinter. Ich weiß, es nervt euch und mich eigentlich auch, aber wir müssen nochmal hinter die Goblin-Mine. Und wir müssen sowieso die fruchtlosen Mühen noch machen und 6-mal unbekanntes Erz schürfen von den Goblin-Minern. Minern, Goblin-Minern. Karadex. Sieht aus wie so ein Dämon irgendwie. Na gut. Auf in die Minen. Tada! Schwierigkeitsgrad einfach nehmen wir natürlich, oder normal kann man auch sagen. You lose your way. So, we need your help. Great dragons be with you. Don't let your guard down. Immer noch? How can I help? May strength guide you. Oh mein Gott, wir haben eine ganze Menge Schokolade gerade bekommen. Na dann, drauf hier. Du willst es jetzt diesmal nicht. Wir müssen einfach nur 6-mal den oh, nicht der Räuber. Nein. Okay, Hartnäckigkeitsstein der des Attributs, bla, irgendwas. Da ist der erste Knappe. Läuft auch super, ja. Und tot ist er. Metallteile, unbekanntes Erz, kriegt man beides. Kriegt man beides? Hallo? Und dann holen wir uns den hier noch. Am besten 5 Metallteile und 6 unbekanntes Erz wäre das coolste, wenn wir das bekommen würden. So wird es wahrscheinlich nicht enden. So, Metallteile und unbekanntes Erz. Ich kann die Metallteile nicht aufsammeln. Das ist leicht unschön jetzt. Gehärteter Handschutz haben wir hier noch gefunden. Moment, gehärteter Handschutz. Ach nee, warte mal. Aktuelle Ausrüstung ist der gelehrten Handschutz von uns. Und das neue wäre der gehärtete Handschutz nebelbedeckt. Nee, der ist zu schlecht. Nochmal weg. Der gibt uns zwar mehr physischen Verteidigung, aber tut die Magieverteidigung stark herabsenken. Deswegen lieber nicht. So, ja, komm, wir legen uns mal mit 4 Leuten gleichzeitig an. Obwohl, ich könnte gleich noch reinrennen. Oh, der Voodoo-Doktor. Oh, oh, ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Das wird schon nach hinten losgehen jetzt, ne? Oder? Sieht eigentlich ganz gut aus. Schub mal einen Heiltrank, dann sieht das noch besser aus. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die unanständige Dinge tun. Was? Und sicher werde! Woo! Ach, immer noch einen Attributstein, den wir nicht aufheben können. Und hier kriegen wir noch einen Edelstein, den wir nicht aufheben können. Und da kriegen wir noch das da. Wie viel haben wir denn? Wir haben 3 Maschinenteile von 5 und 3 unbekannte Erz von 6. Meuchelmörder Rüstjacke, nebelbedeckt. Ist schlechter als unseres. Nee, warte mal. Da! Kannst du losgehen? Doch, ist schlechter als unseres. Meine Freunde. Wird hier Frank gelevelt.
gucken, was ich jetzt höre, wie ich ausrasten werde in dieser Elo, ey. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Oh, das ist mal ein schönes Lebkuchenzeug fressen. Mm. Hast du mir... Oh, Alter, du hast Lebkuchen. Mhm. Du bist so gemein. Mhm. Mm. Delicious. Die Geräusche bin ich zum Glück von dir gewohnt. Was? Oh, stirb du nass auf knappen Vieh. Nicht genügend Aktionspunkte für diese Aktion. Das ist, ja, durchaus bedauerlich. Da geht's schon los in der Warteschlange. Nehmen sie nicht an oder lehnen sie ab. Ich glaube, das ist eine Akku-Rage ist hier. Akku-Klaus ist zurück. Körper Günther auch. Hilfe! Weil die Musik. Ihr habt Level 25 erreicht. Ja, episch. Leichter exotischer Panzerhandschuh. Brauchen wir nicht. Noch ein leichter exotischer Panzerhandschuh. Wisst ihr, das sind die hässlichsten Orks, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Aber die rennen natürlich in der Mine mit einem exotischen Panzerhandschuh durch die Gegend. Was auch sonst. Stahlblauer Ring. Könnte ich mir eigentlich mal kredenzen. Der sieht ganz gut aus. Warum habe ich jetzt hier das Schwert des Gladiators draußen? Geil, du hast sogar Trash. Ah ja, du hast sogar ganze Supporter, die ich auch hab. Ja, ja. Hast du Leona? Ne, Leona habe ich nicht. Die kannst du dir aber kaufen. Wenn du auf 4,8 kommst, kannst du dir die gerne holen. Okay. Würdest du mir lieber Leona holen als Riven? Elona. Ja. Elohelona. Ich weiß gar nicht, was von den beiden da jetzt unser Schwert ist. Das hat Drachenmacht hier. Physischen Schaden. Magischen Schaden. Dann schmeiße ich das mal weg. Dann können wir mitnehmen. Fischspieß braucht kein Schwein. So, weg damit. Immer noch nicht mitnehmen. Na super. Rucksack ist immer noch voll. Dann können wir die derbe Sehen auf jeden Fall wegschmeißen. Dann können wir die leichten Leder. Komm hier, Schweck, Drachenzahn. Nein! Warum habe ich das Drachenzahnfragment weggeschmissen? Ich bin so ein Typ, ey. Bin schon so. Nein! Nein! Ist der Ring weg! Ich wollte sowieso mal. Wir haben jetzt Schulterteile bekommen. Für unsere Narymare. Sieht. Huh. Sieht okay aus, aber passt irgendwie nicht so wirklich. Nee, ich lasse die Schulterteile mal weg. Da ist mir. Das Aussehen von ihr noch ein bisschen zu wertvoll, wenn du verstehst. Nidalee Support! Da geht's los. Yes! Bei dir oder was? Ja! Mein Fans! Master Yi, Yasu, Swain, Alter! Wollt ihr mich verarschen? Gott! So, wir gehen ja mal wieder raus, wir brauchen den Rest ja eigentlich nicht und ich habe auch keinen Bock jetzt nochmal gegen die Gemira und ihren Herrscher zu kämpfen, weil die waren ganz schön mächtig und wir haben, wer sich an die letzten Folgen erinnern kann, ach ja, mal sowas zu den letzten Meisterschaftspunkten erhalten, stimmt, haben wir noch was. Wer sich wundert, ja, ach komm, hier tun wir noch eine Nahkampfwaffen-Kredenzen. Haben wir auch noch was? Ach, wir können auch neue Fähigkeiten erlernen, ich Idiot, oh nein. Zurück, geht das zurück? Nein, geht nicht zurück, schade. Wir können aber noch mal dreimal in Angriff setzen. So, dann sind wir jetzt bei 1090 physischen Schaden. Das klingt ganz gut. Ja, wer sich gewundert hat, normalerweise ist ja... Ach, kann ich doch entkommen aus der Höhle? Nee, Quatsch. Normalerweise ist ja Dragon's Prophet jetzt zum dritten Mal anfangen. Das Let's Play für den Sonntag gewesen.
Mittlerweile ist es aber erstmal ein Let's Play komplett für alles, weil ist so und habe ich schon. So, die Boots schon, dann hau ich jetzt mal weg hier, dass die stürmen mich mega. Ganz einfach Bootskack hier, braucht eh keiner gerade. So, dann können wir mal die drei Maschinendinger hier wegwerfen, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Und das Quest hier können wir abbrechen eigentlich. Quest aufgeben. Wir haben jetzt die allermöglichsten Quests, die wir überhaupt nicht brauchen. Und da gehe ich lieber woanders hin. Und ich will immer noch ein neues Schwert haben. Ich gebe nicht Ruhe, bis ich nicht ein schönes Schwert gefunden habe. Das kotzt mir an, dieses Schwert. Das ist einfach hässlich. Wir kriegen aber überhaupt noch kein Schwert für unser Level. Wir sind Level 25 mittlerweile und die Schwerter, die wir haben, sind für Level 20 bis 21. Wir müssten, glaube ich, eigentlich mal in eine komplett andere Stadt gehen, um uns neue Schwerter zu holen. Obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob es in der ersten Welt, es gibt ja verschiedene Welten hier, ob es da Schwerter über Level 20 gab zu kaufen. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. So, wir machen uns dann mal auf und geben fruchtlose Mühen an alten Kumpel Phil ab und bekommen noch ein bisschen Level. Und dann hat sich vielleicht unsere XP-Kugel auch fast schon so weit aufgeladen, dass wir sie aktivieren können. Obwohl ich es nicht glaube. Alter Kumpel Phil. Oh, your reputation precedes. Dies hier ist eine Mine mit einer schwachen Metallvorkommen. Obwohl wir es abbauen können, ist uns der Aufwand nicht wert. Und wir haben in erster Linie deshalb aufgegeben. Wer hätte wissen können, dass die Goblins für eine so kleine Menge Metall so weit gehen würden. Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Was veranlasst sie dazu, sich solche beschwerliche und unergiebige Aufgaben aufzubürden? Keine Ahnung, interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, aber okay. Ja. Weißt du was? Wegen so einer Sprache hätte man früher Menschen ermordet. Ja. Anerton Damu. Ich habe einen dubiosen Goblin angeheuert, der mir mein Gepäck trägt. Er hat mein Geld genommen und das Gepäck einfach auf halber Strecke fallen gelassen. Ich habe keine Zeit, mich um ihn zu kümmern und keine Energie, das Gepäck selbst bis hin hierher zu tragen. Ihr seht stark aus. Könnt ihr den Schmarotzer nicht in eine Lektion erteilen? Auch sehr geil. Fürst, also erstmal, er gibt einem Goblin sein Gepäck. Das ist, klingt schon mal sehr vertrauenswürdig. Dann, er hat keine Kraft. Ja, stimmt, du bist fett und hässlich. Und dann fragt er eine Frau, die nur ein Fünftel von seinem Körpergewicht liegt, ob sie nicht stark und so stark wäre, das Gepäck zu tragen. Super, du hast es geschafft, Junge. Du hast es geschafft. Goblin-Handwerker. Kann ich nicht ansprechen. Geld oder Fäuste angenommen. Ah. Ey, hallo. Jawohl, hat mich umgeschmissen. Ist ja auch immer ein Grauwolf, ne? Also, wir können mit den Goblin-Dings hier anquatschen. Warte mal. Q ist pulverisieren. Wirkzeit sofort Zauber. E ist Gold zugestehen und Überzeugung. Okay, wir starten mal mit R. Oh. Quest geschafft oder? Na gut. Ah.
okay. Also wir geben ihm mal Geld. Wir geben ihm nochmal Geld. Wir geben ihm Geld. Wir geben ihm nochmal Geld. Man kennt es ja, Goblins sind ein bisschen geldgeil. Fast wie YouTuber. Kann ich jetzt überzeugen? Boah, jetzt reicht's aber. Habe ich die Quest jetzt erfüllt oder was war's? Ich habe ihm das Gold ohne Ende gegeben, habe ihn geschlagen und habe ihn gefragt, ob er weitermacht. Ich glaube, ich habe die Quest bestanden. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber ich habe sicher geschafft. Gut gemacht. Der Schmarotzer hat sich tatsächlich bei mir entschuldigt. Aber nach diesem Vorfall sollte ich wirklich nach Aboran gehen. Wer weiß, wie seine Laune morgen ist. Ja, mach das mal, du Schmöse. Wow, was war das denn? Genemix. Hey, Genemix, du kleiner Brustpanzerlorch. Was war das denn? Hat er gerade der Ratte ins Gesicht getreten? Na gut, von mir aus. Wenn der Ratte das gefällt, soll er es doch machen. So. Kann ich diese Gesprächsoption eventuell mit den anderen beiden Figuren, die ich hier habe, auch machen? Wo ich nicht wusste, was ich da machen soll. It's a time of turmoil. Do you want something? Nee, der sagt nur, dass es ein toller Tag ist. Make it quick. Wenn ich dir mein Schwert in den schiebe, dann ist für dich der Tag aber vorbei, das sage ich dir. Was mit dem Kind hier hinten? Keine Ahnung. Ah, das ist ein Kunde, kein Kind. Speak quickly. Need something? It's a time. Cheers. Cheers. It's a good. It's a time of. It's a. Was? Klang gerade so lustig. Wie veredle ich etwas? Da habe ich selbst keine Ahnung, sonst würde ich es ihm sagen. Bin ich selbst noch nicht so erforscht darin. So. Also, jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal. Oh. Erstmal gehen wir baden, okay. Stimmt, die Drachen sollten ja eigentlich fertig sein, für uns Rohstoffe zu sammeln. Dann können wir mal gucken, ob wir eventuell irgendwas. Na, Neri, komm, mach mal hoch hier. Ob wir eventuell hier ein bisschen was machen können. Hier ist unser fetter Koch, ich weiß es nicht. Die Leute manchmal auf sich die Ding. Nein, oh komm schon. Super, okay. I provide the best. Was ist Inkubation? Drachensucht, okay, gut. Zum Drachennest. I provide the best care. So, Drachennest und wir gehen auf das Drachennest-Lager. Oh, guck mal, was da drin ist. Nehmen wir alles mit. Wie die Hamster, alles mitgenommen hier. Flup. Flup. Und noch 100 mal Hackfleisch, das ist doch super. Dann können wir hier unserem kleinen Drachen mal. Ein bisschen was beibringen. Er hat 9 Attributspunkte. Ich würde gerne seine Stärke hochskillen, seine Drachenmacht und seine Wildheit noch. Klingt gut, ja, nochmal so. Ah, oh, ich mag diese Elo. Das ist so lustig. Sehr schön. Und dann tauschen wir mal die Drachen jetzt einfach aus gegen... Oder ich hole mir den hier, so, und dann hole ich den hier rein. Und der wird jetzt erstmal für uns... Mein Freund, du wirst mal Kräuter sammeln gehen. Die machen das eh immer alles 5 zusammen, oder? Weil ich das so mitbekommen habe.
Kräuter sammeln und du wirst einfach mal Skill-Ausbildung machen. Drachenzaubersamen, cool. was sammeln sich die Leute hier so um mich herum? Hallo, es macht mir leicht... Oh, das ist ein schöner Drache. So, Drache erwache, würde ich sagen. Juhu, wir haben unseren kleinen Reitsaurier hier wieder. Passt irgendwie voll zu uns. Da können wir ja mal auf C gehen und dann können wir auf B gehen. Ne, wo kam ich auf den Drachen drauf? Drache mit L. Ach so. Ich würde den Herrn nämlich gerne... mal die Rüstung geben. Ah, das geht gar nicht. Heilungsmagie und Drachenmacht. Nehmen wir mal den Ring, okay. Na gut. Wir schauen mal kurz auf die Map und jetzt möchte ich mich... Ah, Gesetze, da ist ein Wanderer. Dann gehen wir jetzt mal da hoch und machen da jetzt mal den Typen hier Platz hier. Oh, der Fresse hier. Oh, schöne drauf. Wache! Oh, wieder das Idee. Klar! Meldes Apollo ist tot, die Mission ist fehlgeschlagen. Die Schlacht startet in 5 Sekunden an. Ja, willst du mich verarschen? Kann ich da nichts dafür, wenn der übermütige 500 Leute reinrennen? Ich bin übrigens auch tot.